Hallo Pokémon-Fans und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Super Pokémon Rumble Let's Play. Wir spielen heute mit der Story weiter und ich bin schon ziemlich aufgeregt, was uns heute erwartet. Hier haben wir erstmal einen Wurmball besiegt und gehen nun in... Oh. Wir wollten zuerst in den Bock gehen, aber ich habe gesehen, uns fehlt noch ein Bereich. Und zwar der Spukbereich, wo wir jetzt hingehen. Hier haben wir ein Lichtel, was sagt... Hier wimmelt es nur so von Geister-Pokémon. Kann ich mir glatt denken. Das Schild sagt, wer wird denn da gleich vor Angst schlottern? Muhahaha. So, wir sind jetzt im Spukbereich mit einem Kabuto. Und ja, die ersten Lichter haben wir besiegt. Guck mal kurz, ob wir ein Wasser-Pokémon haben. Es geht, glaube ich, etwas einfacher. Wir nehmen mal... Ja, welches Pokémon nehmen wir denn mal? Wir brauchen... Da haben wir eins. Wir nehmen einen Schallquapp. Und weiter geht's. Mit einer Wasserattacke würden wir da ziemlich leicht durchkommen. War ja klar, wir wechseln unser Pokémon und es kommen keine Feuer-Pokémon mehr. Egal, die Zirklops und Zwirlich besiegen wir auch so. So, da haben wir Schaden genommen. Kein Problem für uns. Wir halten durch. Besiegen ein paar Gegner. Sind sogar gleich tot. Ah, schnell, schnell, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier wechseln wir zum Jungblut. Gerade das stärkste Pokémon, was wir haben. Oh, hier sieht man es auch. Das macht ordentlich Damage. Und yay, wir haben einen Zwirlich. Hier wieder die Lichtel. Aber auch kein Problem für uns. Jetzt treffe ich noch nicht mal das Lichtel. So, hier wieder Lichtel und Nebulax. Eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Gerade Gengar, die letzte Entwicklung. Wie es alleine schon aussieht, finde ich ziemlich, ziemlich cool gelungen. Dann auch seine Attacken, also im Spiel. Nein, wir sind echt verschreckt. Nein, schnell, wach auf. Ja. Und schon wieder sind wir verschreckt. Und wir verlieren unser erstes Leben. Macht nichts, macht nichts. Wir wechseln zum Zirkelo. Jetzt für Licht, meinte ich. Jetzt können wir Geistertank angreifen. Zwar nehmen die Pokémon viel Schaden von uns, aber wir kriegen auch viel Schaden, da wir eine Geisterschwäche haben. So, ein Zirkelo und hier sind Schuppets. Und je, so auch eins davon haben wir. Mit der Stärke 425. Und es geht jetzt zum Boss. Der Boss ist ein Latanecto Kategorie Lampe. Boah, es macht ordentlich Damage. Das dürfen wir leicht geschafft haben. Noch ein kleines bisschen. Und bam, wir haben es besiegt. Ohne sogar ein weiteres Leben zu verlieren. So. Erstmal das ganze Geld eingesammelt. Aufs Sprungkissen. Und wir haben ganze 62 Pokémon besiegt. Hier sind die ganzen aufgesammelten. Wir wechseln kurz das Pokémon zum Zwirklo. Und gehen hier mal zum Battle Royale. Preis ist ein Teamschleuder. Ich schätze mal, wir werden das brauchen. In diesem Kampf dürfen nur Pokémon vom Typ Geist eingesetzt werden. Gut, dass wir gerade beim Geisteranwesen da waren und Geisterpokémon gesammelt haben. Zwirlich sagt, dem Sieger im Battle Royale winken mitunter ganz besondere Gegenstände. Das können wir natürlich gut gebrauchen für unsere Reise. Und das Schild sagt, wenn du nach Gefährten vom Typ Geist suchst, dann schau im Spukbereich nebenan vorbei. Dankeschön für die Information, Schild, aber da waren wir gerade schon. So, jetzt kommt das Battle Royale. Hier haben wir mal einen Krippok. 3,
2, 1 und das Battle Royale beginnt. Es läuft auch hier am Schnürchen. Hier one-hitten fast alle. Noch 18 Pokémon, 16, 15. So ein Gemetzel hier einfach, alles voll. Und da kommt das Krypo, Kategorie verboten. Noch 5 Pokémon. 3, 2, noch Krypok ist übrig. Nein, wir sind versteckt. Schnell weg, bevor es wieder seine Attacke einsetzt. Und es greift wieder an. Jawohl, jetzt haben wir es verschreckt. Und wir haben es besiegt. Wieder knapp mit dem Leben, aber wir haben es geschafft. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt bekommen haben, was das Item macht. So, wir haben eine Prämie von 1500 Poké bekommen. Finde ich super. Und den Rekord S. Wir haben ganze 29 Pokémon besiegt. Hier ein paar Stats. Glückwunsch! Du hast die Teamsteuer erhalten. Nun kannst du im Dreiergespann an Teamkämpfen teilnehmen. Okay. Dann würde ich sagen, heilen wir uns jetzt erstmal. Oder gehen wir uns erstmal heilen. Besser gesagt. Ab in die Oststadt. Zum Brunnen. Trinken das Lichttau. Und wir sind wieder gesund. Jetzt gehen wir zur Burg Schmuddelstein. Jetzt kommt wieder eine Szene. Strepoli, das ist ja eine Teamschleuder. Damit kannst du zusammen mit ausgewählten Gefährten an Teamkämpfen teilnehmen. Bedingungsanleitung. Erstens, wähle zwei Gefährten aus. Zweitens, alles bereit? Dann Feuer frei. Du schaffst das. Zuerst mal die Schilder lesen. Mit einer Teamschleuder kannst du dich zusammen mit deinem Gefährten weiter vorarbeiten. Und das Schild sagt, für diesen Kampf empfohlene Stärke der Pokémon mindestens 440. Haben wir? Haben wir. So, hier kommt das Jungblut hin. Hier bleiben das Zwirklub. Und hier kommt ein Kabuto hin. Und ab in den Kampf. Jupp, wir wollen uns in den Teamkampf stürzen. So, wir werden jetzt über die Mauer geschmissen und müssen wahrscheinlich kämpfen. Genau. Deine Gefährten handeln vollkommen eigenständig. Naja, sieht aber nicht gerade so aus. Folgen uns. Oh, sogar Pokémon besiegen sie eigenständig. Ist doch super. Yay, das Fitiamo haben wir besiegt. Und weiter geht's. Hier Palimpalims. Und der Endboss ist Megalon. Wir haben ihn gleich. Schon die Hälfte seines Lebens ist weg. Und Megalon ist auch K.O. Und Fasslass und Kirlia. Aber wie es aussieht, kommt hier gleich noch so eine Stufe. Der Endboss ist, war ja eigentlich schon klar, ein Gorvadior. Auch das Gwalior ist kampfunfähig und ich schätze mal, ist das Zeichen für den Boss, also der letzte Boss. Und ja, hier haben wir Militalis und Militi und Fidilo.
So, jetzt kommt ein Schlüssel runter. Und pumpt ein... Wie heißt das Pokémon? Ein Garbodor heißt das auf Englisch, aber wie heißt das auf Deutsch? Deponitox, da haben wir es. Kategorie Müllheide. Ein Haufen Schmutzfinken wie uns putzt so schnell keiner vom Platz. Einfach Müllsäcke als Pokémon, wie witzig das einfach mal ist. Da sieht man mal wieder, wie unkreativ manche doch sind. Ja, komm, noch ein kleines Stück. Uff, jetzt hast du im wahrsten Sinne des Wortes mit uns den Boden aufgewischt. Der war aber nicht, der war sehr flach. Lang lebe unser Chef. Geschafft, Rang A. 2000 Poké bekommen. Und wir haben so viele Pokémon besiegt. Das Jungblut 23, ich 14 und das Kabuto einfach 16 Pokémon. Hier ein paar Stats wieder. Und wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Und wir gehen sofort zum neuen Gebiet hin und erkunden erstmal. Das Gebiet heißt Rastufer 2-3. Ein kleines Strawickel. Hier ist wieder dieses Loch zur Stadt. Es wurde ein neuer Tunnel gegraben, der direkt nach Oststadt führt. Wir können uns jetzt wieder heilen. Wechseln mal zum Jungblut. Ich hoffe, dass das etwas schneller ist als das Zwirklo. Und ja, ich hatte recht, es ist stärker. Schneller. Aber stärker eigentlich auch. Und wir gehen sofort in den Turmbereich und schauen, was uns da für Pokémon erwarten. Hier ist erstmal ein Monosyto. Sei auf der Hut vor Pokémon, die völlig unverhofft aus dem Nichts auftauchen. Das Schild sagt, fordere einen Pokémon, das du zum Gefährten haben willst, immer wieder aufs Neue heraus. So, wir sind im Turmbereich und Weberax. Oh, wir haben einen Delegator erschaffen. Yay, wir haben sogar einen Monosyto mit der Stärke 519. So, die erste Ebene wäre dann geschafft. Hier sind Klingenplims, Monosyto und ein Mitodos. Und wir haben unseren ersten Schlüssel verloren. Wir spielen einfach mal als Weberak, das wir gerade bekommen haben. Ziemlich stark sogar. Das war aber keine gute Wahl, da wir als Gift-Pokémon eine Schwäche haben. Wir heilen uns auch die ganze Zeit durch Blutsauger. Wir haben sogar wieder volles Leben dadurch. Das Mitodos wurde besiegt. Hier ein Monosyto mit der Stärke 490. Und hier sind Zurokeks. Und yay, wir haben sogar eins mit der Stärke 513. Weberak ist ja richtig cool. Das Weberak, wir können von hinten stehen und die ganzen Gegner angreifen. Hier wieder Monosyte mit der Stärke 491. Hier ist ein Spoing. Und bam, wir haben eins mit der Stärke 518. Und noch eins mit der Stärke 525. Sogar ein drittes mit der Stärke 526, also unser stärkstes. Hier kommen wieder ein paar Zurokeks einfach aus dem Nichts. Wir heilen uns ganz halt, wie Hammer das einfach ist. Kaum haben wir Leben verloren, haben wir schon wieder voll durch unsere Attacke.
und sogar drei Traumato. Den Ruf von Traumato finde ich richtig cool. Und wir sind endlich da beim Endboss. Es ist ein Irokex Kategorie Halunke. Oh, wir machen zwar nicht so besonders viel Schaden. Haben wir eine Zeitattacke? Nope. So, wir wechseln jetzt mal das Pokémon aus, sonst wird das hier Ewigkeiten dauern. Zu einem Zurokex mit der Attacke Fußkick. Irokex hat nämlich eine Schwäche gegen Kampf. Obwohl es selbst ein Kampf-Pokémon ist, aber auch undicht. Oh, das macht ordentlich Damage. Und wir haben es geschafft. Leider haben wir das Irokex nicht bekommen, aber dafür eine ganze Menge Geld. So, wir haben ganze 75 Pokémon besiegt, ziemlich viel diesmal. Hier sind die ganzen auch gesammelten Pokémon. Und wir sind wieder außerhalb des Bereichs. Das war's auch schon wieder von diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, euer Bicycle LP.